Priska und ich freuen uns sehr, wieder mal bei euch dürfen zu sein. Immer im Sommer sind wir normalerweise eine kurze Zeit in Schwärzenbach und dann schauen wir bei euch auch mit rein und es ist zwischendrin mal wieder bei euch, das ist auch schön. Wir geniessen das. Ich möchte gerne heute mit euch etwas teilen, was für unsere Gemeinde und für mich persönlich sehr wichtig geworden ist. Ich steige ein in eine Zeit etwa 3.500 Jahre zurück. Und trotzdem ist das, was wir heute anschauen werden, relevant und wichtig bis in die heutigen Tage hinein. Und darum rede ich darüber. In dieser Situation, wo ich eintauche mit euch, da ist das Volk Israel in Ägypten als Sklave. Wir reden ungefähr von der Zeit 1450 vor Christus. Die Israeliten damals mussten Städte für die Ägypter bauen. Sie sind als Sklaven brutal missbraucht worden. Die mussten arbeiten, krampfen, was einfach nur möglich ist. Es hat keinen Sonntag gegeben, keinen Viertag. Arbeiten, krampfen, bis zum Umkehren, bis zum endgültigen Umkehren und nicht mehr wieder aufstehen. Und dann hat es damals noch so etwas gegeben, was man heute würde nennen, ethnische Säuberung. Ihr kennt das vielleicht noch aus Jugoslawien-Krieg oder anderen Situationen. Das ist damals so gegangen, wenn du eine Frau gesehen hast mit dickem Bauch und du hast gemerkt, jetzt wird der Bauch immer dicker und bist schauen, wo wird da etwas geboren. Und wenn es ein Bubli war, ab in Nil. Und so ist das Volk eigentlich von den Ägyptern, und das hat der Pharao von Zoberstoben eigentlich angereist und eigentlich orchestriert, richtig gehend abgemurkst worden. Es war eine ganz schreckliche Situation. Und in diese Situation hat Gott den Mose gerufen. Und der Mose war einfach hat der Mose gerufen und berufen und gesagt, Mose, los, du gehst zum Pharao. Und der Pharao war ja noch viel, viel mächtiger als heute irgendein Bundesrat. Der hat alle Macht in der Hand gehabt. Der Mose hat genau gewusst, wenn ich zu dem Pharao gehe, wenn ich überhaupt vor den herankomme, der kann mit mir machen, was er will. Und schlussendlich geht er dann doch. Und er sagt dem Pharao, was Gott befohlen hat. Er sagt, Gottes Befehl, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk weggehen von Ägypten. Der Pharao sagt, was gab mich euren Gott an? Ich kenne den nicht. Der hat mir nichts zu sagen. Komm, ab an die Arbeit. Und dann hat Gott 9 Plagen über den Pharao und über Ägypten geschickt. Eine nach der anderen, vom Hagel, wo alles zerstört, bis zu den Heugümpern, wo alles abgefressen haben, von der Frostplage überall im Bett und in der Zuckerdose, bis hin zu den eiternden Ausschlägen. Aber der Pharao war nicht bereit, das Volk Israel gehen zu lassen. Er hat zu viel davon profitiert und er hat da nicht darauf verzichten. Und so ist die 10. und letzte Plage gekommen. Gott hat das angekündigt. Und durch den ultimativen Schlag, den Gott angekündigt hat, würden die Ägypter die Israeliten ziehen lassen. Und die Situation da, das war spannend wie in einem Actionfilm. Es ist so eine Spannung da, die Nerven so angespannt, ein Wahnsinn. Und aus dieser Situation möchte ich euch gerne aus dem Kapitel 12 und 13 vom 2. Mosebuch vorlesen. Wenn ihr mitlesen wollt, 2. Mose 12, ab Vers 3 lese ich. Und weil, da muss ich vielleicht noch vorausschicken, Gott dem Mose einen Auftrag gibt und nachher dem Mose das den Leuten sagt, gibt es einige Wiederholungen und ich werde ein bisschen hin und her gehen, aber auch mich sagen, wo ich bin. Also 2. Mose 12, Vers 3, da heißt es,
Sagt der ganzen Gemeinschaft Israels am 10. dieses Monats, soll jeder ein Lamm für seine Familie auswählen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts übrig bleibt. Es muss ein Schaf- oder Ziegenböckchen sein, einjährig und ohne Fehler. Ihr sollt es bis zum 14. des Monats gesondert halten und in der Abenddämmerung schlachten. Dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Das Fleisch muss am Feuer gebraten und noch in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Fladenbrot und bitteren Kräutern gegessen werden. Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und den Wanderstab in der Hand haben. Es ist ein Passa für Yahweh. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten. An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken. Ich, Yahweh. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als Fest für Yahweh feiern. Das gilt für euch und alle Generationen nach euch. Vom Passaabend an sollt ihr 7 Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen. Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Am 1. und am 7. Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen. Nur das Essen darf zubereitet werden. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote auch in allen kommenden Generationen, denn am 1. Tag dieses Festes habe ich euch in geordneten Scharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Dann ab Vers 25. Auch wenn ihr in das Land kommt, das Yahweh euch geben wird, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passaopfer für Yahweh, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorübergegangen ist und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Und dann im Kapitel 13, Vers 8. Wir tun das zur Erinnerung an das, was Yahweh für uns getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Das soll dir wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, damit du das Gesetz Yahwehs in deinem Mund führst, denn Yahweh hat euch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Und dann im Vers 3 vom Kapitel 13. Erinnert euch immer an diesen Tag, an dem ihr aus dem Sklavenhaus Ägypten gezogen seid, denn Yahweh hat euch mit starker Hand von dort herausgeführt. Und noch einmal ins Kapitel 12, Vers 27, da warf sich das Volk zur Anbetung nieder. Dann gingen die Israeliten und machten alles genauso, wie Yahweh es zu Mose und Aaron gesagt und befohlen hatte. Und dann passiert die Plage. Und dann heißt es im Kapitel 12, noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron zu sich rufen und sagte zu ihnen, verlasst sofort mein Volk, ihr und die Israeliten, geht und dient Yahweh, wie ihr es wolltet. Das heftige Geschehen haben die Familie mit ihren Nachbarn zusammen erlebt, gemeinsam erlebt. Wenn wir uns das vorstellen, zusammen, gemeinsam, in einem Haus mit den Nachbarn, zusammenstehen, reisefertig angelegt, sozusagen Mantel schon an, Gepäck schon bereit, Wanderstab in der Hand,
brisant, essend, gemeinsam essend. Brat für dann, wenn die Ägypter kommen und sagen, gönnt, gönnt, gönnt nur so schnell wie möglich, hau es ab. Gott hat das den Israeliten schon im Voraus gesagt. Und genau so wird es kommen, hat er gesagt. Und genau so ist es gekommen. Und das Erleben, das mitzuerleben, das war ein Wahnsinn damals. Es ist, boah, das hat einem den Schnuff genommen. Es ist ein Erleben, wie Gott die Israeliten befreit hat aus der Sklaverei. Aus der Sklaverei, wo dir der Rücken noch wehgetan hat von den Schlägen, vom Vortag. Und danach nimmst du deinen Rucksack auf den Rücken und gehst. Gott erlöst sie miteinander. Das war eine ganz starke Miteinander-Erfahrung für die Leute damals. Familie und Nachbarn, alle miteinander in einem Haus. Und dann heißt da im Kapitel 12, Vers 4, ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann sollen sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht, aber nichts übrig bleibt. Da sind sozusagen die ersten Hauszellen entstanden. Gewissermaßen die erste Hausreise. Und dann heißt es im Vers 22, danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Sie müssen zusammenbleiben. Eine ganz starke Miteinander-Erfahrung. Gott hat sie miteinander erlöst. Und irgendwie, glaube ich, ist das ähnlich auch bei uns. Gott hat uns natürlich nicht aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Aber aus einer anderen Sklaverei hat er uns erlöst. Aus der Sklaverei vom Bösen. Aus der Sklaverei vom Bösen, der uns fertig macht, der uns kaputt macht, der uns zerstört. Und wenn ich einmal im Tramli sitze oder in der U-Bahn, ich sehe sie in den Gesichtern. Ich sehe sie in den Gesichtern, wie die Sklaverei vom Bösen uns fertig macht. Wenn du die Augen aufmachst, siehst du es auch. Und besonders macht die Sklaverei vom Bösen unser Miteinander kaputt. Das Miteinander, dort wirkt sich besonders aus. Die Sklaverei vom Bösen, die Bibel nennt das Sünde. Das trennt uns von Menschen. Es trennt uns voneinander. Es trennt uns auch von Gott, von der Quelle von unserem Leben. Die Sklaverei vom Bösen macht uns fertig. Sie ruiniert uns. Unter der Macht von der Sünde, unter der Macht vom Bösen sind wir gefangen, wir Menschen, und wir erleben das. Wir tun es schlechter, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Wir tun es wieder besseres Wissen. Das ist eben genau die Sklaverei. Gott hat uns aber aus der Sklaverei vom Bösen befreit, erlöst. Und im Neuen Testament wird das, was Gott an Befreiung bei uns da hat, immer wieder auch verglichen mit dem, was die Israeliten damals erlebt haben an Befreiung. Das wird immer wieder zusammengehebt, nebeneinander gestellt. Und darum, genau darum, ist von Jesus die Rede im Neuen Testament als dem Lamm von Gott, so wie sie damals ein Lamm gestorben ist. Man hat Blut genommen und an Türpfosten rundherum gestrichen, als Schutzzeichen. Und man hat das gegessen, das Lamm. Und so ähnlich wird verglichen Jesus als Lamm, wo Gott uns gibt, für uns gibt, um das Gericht von uns abzuwenden. Darum der Vergleich. Gott hat uns aus der Sklaverei vom Bösen befreit, erlöst. Und sehr wichtig, Gott erlöst uns miteinander. Gott erlöst uns miteinander und dadurch schafft er es miteinander. Dadurch schafft Gott es miteinander, indem wir gemeinsam Gott erleben. Und das ist die Basis von unserem Miteinander. Gemeinsam Gott zu erleben. Das produziert das Miteinander.
gemeinsam zu erleben, was Gott macht an uns. Das schafft auch unser Miteinander. Überlege mal, wo und wie hast du Gott gemeinsam mit anderen erlebt? Wo hast du Gott erlebt, vielleicht mit jemand anderem? Mit wem war das? Und wie war das? Vielleicht hast du mit jemandem zusammen gebetet und ihr habt etwas erlebt. Mich interessiert wirklich eure Antworten. Was hat das Erleben für euch gemacht? Für euer Miteinander gemacht? Was hat das gemeinsame Erleben von Gott, was hat das für euer Miteinander da? Bitte, würde ich gerne hören, was ihr sagt. Was hat das gemeinsame Erleben von Gottes Wirken bei euch, was hat das für euer Miteinander gemacht? Genau. Weitere Antworten. Es hat uns befreit. Entschuldigung, sag nochmal. Versöhnung in der Ehe, ja. Genau, und dadurch eine neue Nähe zueinander, ja. Bitte. Liebe hat es gewirkt unter euch. Genau. Zusammen Gott zu erleben, hat euch wahrscheinlich auch zusammengeschweißt. Es hat euch einander näher gemacht. Und meine Frage ist auch, was braucht es da dazu, dass es zu dem kommt, dass es ein starkes Miteinander gibt aus dem gemeinsamen Gott erleben? Was würde ich sagen? Was braucht es dazu? Offenheit, ein offenes Herz, ja. Genau. Dass wir es miteinander teilen, dass wir persönlich werden miteinander, sonst geht es nicht. Genau. Gott erlöst uns miteinander. Und er schafft es miteinander. Gott formt es miteinander durch das gemeinsame Erleben von Gott. Aber Gott erlöst euch nicht nur miteinander, sondern erlöst uns auch zum Miteinander, zur Gemeinschaft. Gottes Motto ist eigentlich bahnfrei fürs gemeinsame Gott erleben. Türen weit auf, um gemeinsam Gott zu erleben. Darum gibt es Gemeinde. Zum gemeinsamen Gott erleben. Und noch eine Frage. Wie halten wir das, was Gott bei uns tut und uns miteinander verbindet, wie halten wir das lebendig? Wie halten wir das aktuell? Was machen wir dazu? Bitte. Entschuldigung. Beziehungen, ja, Beziehungen pflegen. Weiters. Einander ermutigen, ja. Sonst noch? Ja, genau, einander annehmen. Gottesdienst feiern. Miteinander das teilen, gell? Miteinander offen sein und austauschen. Und ich glaube, das ist der tiefe Sinn eigentlich von so Sachen wie Hauskreis. Das ist der Sinn, wenn sich Leute treffen als Christen. Wenn man sich trifft in Jüngerschaftsbeziehungen oder als Männerclub oder Frauengruppen oder ich weiß nicht was alles. Um das geht es eigentlich. Dass das, was Gott bei uns gewirkt hat, lebendig bleibt. Und dass es sich stark auswirkt, weiterhin in unserem Leben. Um das geht es. Und darum möchte ich gerne eine Lanze brechen. Für Kleingruppen, für Hauskreise. Ich finde das eminent wichtig. Da geht es darum, dass das Leben lebendig bleibt. Bist du in einer Kleingruppe? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du willst, kräftig mit Gott leben und viel mit Gott erleben, dann brauchst du eine Kleingruppe. Gott denkt nicht nur an Einzelpersonen. Gott denkt nicht nur in Kategorien von ich,
mir, meins, sondern Gott denkt als Ganze vom Volk. Er redet von euch. Und die Israeliten haben Gott eigentlich nur gemeinsam erleben können. Sozusagen als ein Körper. Sie haben Gott sozusagen nur kooperativ erleben können. Gemeinsam mit anderen. Und wenn Gott da in unserem Text von ihr redet, oder die Rede ist von wir, dann ist da ein echtes Wir gemeint. Nicht nur einfach eine Aneinanderreihung, eine Ansammlung von Ichs, sondern ein richtiges Mir. In unserem Text sagt Gott zum Beispiel in Vers 3, im Kapitel 12, sagt der ganzen Gemeinschaft Israels, oder ein bisschen später, Vers 47, die ganze Gemeinschaft Israels soll das Passa feiern. Wir haben da ein richtiges Ein-Lieb, Ein-Körper-Denken. Wir haben da ein korporatives Denken. Ein körperschaftliches Denken. Und das, finde ich, ist ein absolutes Gegenstück zum Individualismus von heute. Wo man sagt, selbst ist der Mann. Oder wo man sagt, das geht dich ein Fürchten an. Misch dich nicht in meine privaten Sachen ein. Das ist eine ganz andere Handlung. Haltung, kann ich sagen. Gott befreit uns zur Gemeinschaft. Zu einer erlösten Gemeinschaft. Eine erlöste Gemeinschaft bedeutet, dass ich dankbar bin, nicht nur, dass es Gott um mich gibt, sondern dass ich andere habe, um mich herum. Dass wir zusammen, dass wir gemeinsam Gott gehören. Und ich muss dabei als bekannteste Gebet denken, das es in der Bibel gibt, das Unser Vater. Es heisst nicht mein Vater. Unser Vater. Du kannst Gott nur im Gemeinsamen erleben. Natürlich erlebst du Gott auch persönlich. Ganz klar. Aber immer im Umfeld, im Kontext von mir, vom Gemeinsamen. Eine erlöste Gemeinschaft bedeutet, ich bin angenommen, zusammen mit anderen, gemeinsam angenommen. Eine erlöste Gemeinschaft bedeutet, ich bin gemeinsam mit anderen geliebt. Es bedeutet, dass es innen drin in mir und in unseren Beziehungen Frieden gibt. Das hat jemand von euch schon angetönt. Dass es Frieden gibt, ihr habt das sicher auch schon beobachtet. Gemeinsame Find, das verbindet ziemlich gut. Aber wehe, wenn uns die Finde abhanden kommen, dann schlimmen wir uns gegenseitig. Tschadli. Frieden von innen. Gott befreit uns zu einer erlösten Gemeinschaft. Aber die Erlösung ist natürlich noch nicht fertig, das wissen wir. Wir spüren das, es ist erst der erste Teil der Erlösung. Das merken wir ganz besonders in unseren Beziehungen. Unser Miteinander ist oft noch von Sünde belastet, vom Bösen belastet. Wir brauchen einander zwar, und man sehnt sich nicht danach, nicht alleine zu sein, aber zugleich, wenn man zusammen ist, dann gibt es oft die Abstossungen. Manchmal kommt mir das vor wie mit Magnet, wo die falschen Enden zueinander schauen. Es ist manchmal so ein Zwiespalt in uns. Einander brauchen und zugleich einander abstoßen. Es ist manchmal wie verflixt. Da ist noch so viel Schwachs in mir, ja, auch in mir. So viel Schwachs, wo es miteinander behindert, wo es schwer macht, wo immer wieder Impulse in mir sind, und vielleicht auch in euch, Impulse, wo es miteinander behindert und schwer macht. Immer wieder Sachen, wo in uns sind, wo dann plötzlich auch zwischen uns sind. Muss man nachher traurig sein, wenn man darüber nachdenkt. Verletzungen und Wunden, die wir uns zufügen, gegenseitig. Schmerzen, die uns einfach behindern. Und doch hat etwas Neues angefangen. Es ist der Anfang der Erlösung. Es ist der Teil 1 der Erlösung, aber eben erst der Teil 1. Und Gott befreit uns in dem Teil 1 zu einer erlösten Gemeinschaft unter seiner Führung.
wenn wir ihn uns führen lassen. Und seine Führung lässt Gemeinschaft entstehen, macht unser Miteinander stark. Wo es miteinander stark ist, da weisst da ist Gott am Werk. Das gute Miteinander, beieinander, hat bei den Israeliten so gewirkt, dass sie, so heisst da, in geordneten Scharen ausgezogen sind. So haben sie Gottes Führung erlebt. Und nachher hat Gott ihnen noch die 10 Gebote gegeben für ihr Miteinander. Die 10 guten Gebote und noch viele andere Sachen auch noch, die er ihnen gegeben hat, die ihr Miteinander geordnet hat. Es war sozusagen für sie wie eine Verfassung. Das gute Miteinander schafft Gott. Und dann werden sie und wir genau gleich miteinander leben, dass Gott auch sein Versprechen an uns erfüllt, sein Versprechen, uns miteinander zu ihm zu bringen. Und wir denken dabei an den Himmel, an den Ort, wo wir mit Gott dann auch so werden zusammen sein. Das wird dann die vollendete Erlösung sein. Das wird dann Teil 2 sein von der Erlösung. Und bei Israel, in dieser Geschichte, die ich euch vorhin vorgelesen habe, da hat es auch 2 Teile gegeben. In der Erlösung. Eben der erste Teil, der Auszug aus Ägypten, in unserem Text. Und nachher der Einzug ins versprochene Land. Jetzt, was mir auffällt bei unserem Text, Gott will nicht nur das Gemeinsame erleben, dass er uns erlöst hat. Gott will auch, dass die Israeliten regelmäßig das Erleben mit Gott feiern. Gott sind Fest sehr wichtig. Für Gott sind Fest enorm wichtig. Und darum hat er aufgetragen, dass das Fest jedes Jahr gefeiert werden muss. Und die Juden feiern das Fest noch bis heute, jedes Jahr. Passafest genannt. Jetzt in unserem Text mindestens 6-mal die Aufforderung, gemeinsam zu feiern. Unser Erleben mit Gott feiern, das ist etwas ganz Besonderes, das ist etwas Fröhliches, weil eben Gott ein Besonderer ist, weil eben Gottes Erleben etwas Besonderes ist, etwas Fröhliches ist. Das gehört gefeiert. Hast du schon mal allein gefeiert? Gott ist das Feiern wichtig, gemeinsam. Wegen dem Erleben, wegen dem, was wir erlebt haben mit ihm. Das sollen wir feiern. Damit das, was wir miteinander erlebt haben, sich noch mehr ausbreitet. Dass sich das, was Gott bei uns da hat, der Segen, all die Geschenke, all das Gute, das, was unser Herz voll macht, dass das die Leute noch mehr rundherum, noch mehr auch erfüllt. Dass das Erleben mit Gott weitergeht. Dass es sich ausbreitet, dass noch mehr Leute davon geprägt werden. Und zur Frage von voran, wie können wir das gemeinsame Erleben mit Gott fördern? Eine Antwort wäre gewesen, zusammen Fest feiern. Das Fest feiern, wo wir feiern, was Gott bei uns da hat, wo wir Gottes Wirken ins Zentrum stellen. Und ich glaube, das ist eine tolle und grosse Chance als Hauskreis, als Frauengruppen, als Männergruppen, wo auch immer. Zusammen das Wirken von Gott feiern. Was sind bei uns so, und ich möchte wieder gerne neue Antworten hören, was sind bei uns so die normalen Highlights, die wir feiern? Was feiern wir? Weihnachten, sonst noch? Oh, bitte. Geburtstag habe ich, glaube ich, gehört. Ja, sonst noch? Was feiern wir? Ostern, ja. Hochsitzungstag, genau. Genau. Vielleicht feiert ihr eine bestandene Prüfung oder vielleicht feiert ihr den Anfang der Ferien oder vielleicht feiert ihr eine Lohnerhöhung. Das ist auch nicht schlecht. Wie wär's, wenn wir Gottes Wirken bei uns feiern würden? Wenn wir würden zum Beispiel unsere Wiedergeburt feiern? Oder wenn wir würden unsere Taufe feiern? Oder feiern, dass Gott mich aus einer Sucht befreit hat. Oder dass Gott mich aus der Pornografie befreit hat. Oder
feiern, dass Gott mich wieder gesund gemacht hat, mich die Ärzte wieder gesund geschrieben haben. Wie wäre es, wenn wir diese Sachen feiern würden? Und wenn wir einander, erzählen würden, in der Familie und vielleicht auch sonst, erzählen, was Gott bei uns gemacht hat. Das wäre doch etwas. Wir haben in unserer Familie so einen Kalender angefangen. Vor 2 Wochen ungefähr habe ich gefeiert, dass Jesus vor 43 Jahren mein König, der König von meinem Leben geworden ist. Der Wichtigste. Das ist so etwas Grossartiges. Ein bisschen voran hat Priska gefeiert, dass Jesus sie von einer Sucht befreit hat. Und da steht dann eben alles da, oder? Und dann feiern wir das miteinander als Familie. Und vielleicht laden wir noch Leute ein, die irgendwie auch noch einen Bezug dazu haben. Und so geht das weiter, Monat für Monat. Priska und ich haben gemerkt, das ist jetzt ein Bekenntnis, wir haben gemerkt, dass wir in unserer Familie viel zu wenig von dem geredet haben. Wir haben über alles Mögliche geredet. Wir haben über Schule geredet. Wir haben über Hobbys und Freizeit geredet. Wir haben über Pipapo geredet. Aber wir haben viel zu wenig geredet darüber, was wir eigentlich persönlich mit Gott erleben. Das hat uns betroffen gemacht. Eigentlich hat uns unser ältester Sohn darauf aufmerksam gemacht. So viel anderes ist wichtig. Aber das Wichtigste, das, was uns wirklich am allermeisten am Herzen liegt, die Schule ist wichtig. Aber es ist nicht das, was eigentlich das Wichtigste ist. Ihr versteht mich hoffentlich recht. Das, was uns am allerwichtigsten ist, nämlich das Erleben von Gott, zumindest in unserem Leben, für das haben wir viel zu wenig geredet. Und darum haben wir eben angefangen, das mit dem Kalender, haben uns angefangen, systematisch zu überlegen, ja, was ist eigentlich da alles gewesen? Und nicht wahr, Fest feiern, das fängt an mit gemeinsamen Vorbereitungen. Und Vorbereitungen gehören auch zum Fest. Das erleben wir beim Geburtstag oder beim Weihnachtsfest oder was auch immer. Und Verpackung von einem Geschenk gehört auch zum Geschenk. Und überhaupt, die Vorfreude ist vielleicht eine der schönsten Freuden. Bei den Israeliten da ist es schon sehr besonders. Also die haben 7 Tage am Stück haben die gefeiert. Die haben also wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Das hat alles zum Miteinander beigetragen. Damit sie besser verstehen, wie sie zusammengehören. Und warum sie zusammengehören. Und warum hat das Gott den Israeliten so aufgetragen? Ich glaube, es gibt mindestens 2 Gründe. Der erste Grund, nämlich sich gemeinsam zu erinnern. Erinnern, glaube ich, ist etwas ganz, ganz eminent Wichtiges bei uns. Bei uns sind alle Höhepunkte, alle Gefühle, die du empfindest, alles Glück, das du empfindest, das ist wie Wasser zwischen den Fingern. Du kannst es nicht heben. Ein paar Tage später. Und es ist weg. Es ist flüchtig. Und auch das Erleben mit Gott ist flüchtig. Das geht einfach, es rinnt durch. Und darum, genau darum ist eben das Erinnern etwas ganz Wichtiges, damit mir das, was Gott da hat, damit das lebendig bleibt in uns. Damit es uns mehr und mehr prägt. Und genau darum haben wir in unserer Gemeinde jetzt vor 3 Monaten haben wir da die 40 Jahre gefeiert. Wir haben gefeiert, nicht nur, was Gott bisher Gutes da hat und vergangenheitsorientiert, sondern wir haben das gemacht, um sozusagen das Wertvolle, das Kostbare, um das lebendig zu behalten, dass es uns weiter Fürsche bringt, dass es aktuell ist und Kraft hat, zum Fürsche gehen. Und weil eben Gemeinschaft und Kleingruppe für uns jetzt als Gemeinde in Wien sehr wichtig ist, darum haben wir uns ganz besonders auch Zeit genommen, über das nachzudenken. Und in dem Zusammenhang ist die Predigt entstanden. Es ist für die Gemeinde und für mich etwas enorm Wichtiges geworden. Wir wollen
Das Gute, das Gott in uns da hat, das Wertvolle, das möchten wir gerne behalten. Das, was Gott uns geschenkt hat, das möchten wir gerne nicht verplempern. Das möchten wir gerne nicht verlieren. Es wäre einfach zu schade. Das wäre, wie wenn du etwas Gutes isst und nachher hast du Durchfall. Und all das Gute ist weg. Das ist einfach jammerschade. Im Kapitel 12 sagt der Mose, Vers 26, sagt er zu seinen Leuten: Und wenn euch eure Kinder fragen, was das bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passeropfer für Jahweh, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Sie sollen also das Fest immer wieder feiern, um immer wieder daran zu denken, was Gott für sie da hat. Und dadurch, dass sich dadurch eben die gemeinsame Erfahrung für ihr Miteinander sich immer tiefer einprägt und von einer Generation zur nächsten geht. Dass der Vater eben nie reisst und dass auch die alten Neuen, die dazukommen, auch mit ihnen genommen werden. Und das ist heute genau gleichig. Darum ist es wichtig, dass wir miteinander teilen, was wir mit Gott erleben, dass es weitergeht. Dass die Nächsten auch mit einbezogen sind. Und Neue auch. Und dass mehr und mehr unser Reden, mehr und mehr unser Leben von dem prägt ist, was Gott tut. Ich finde es sehr spannend, was Mose danach sagt, in Kapitel 13, Vers 8. Wir tun das zur Erinnerung an das, was Jahweh für uns getan hat. Das soll dir wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, damit du die Weisung Jahwehs in deinem Mund führst. Das Erinnern findet ja, genau wie das Wort sagt, innen statt. Und durch das Erinnern soll das, was innen ist, eben auch aussen sein. Es soll, sagt der Mose da, wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein. So, dass ich es auf der Hand selber sehen kann. Immer wieder. Meine Hand sehe ich viel. Und auf der Stirn, damit du es sehen kannst. Und alle anderen. Es soll präsent sein. Es soll immer gegenwärtig sein. Und dadurch wird unser Reden, wird unseren Alltag mehr und mehr von Gottes Reden, von Gottes Wirken prägt. Das ist der erste Grund, warum Gott den Israeliten gesagt hat, sie sollen das Fest immer wieder feiern. Und der zweite Grund, den sehe ich im Kapitel 12, Vers 27. Da heißt es, nach dem ersten Grund, also der Erinnerung, da heißt es, da warf sich das Volk zur Anbetung nieder. Das Feiern, so Feiern, hat nämlich bewirkt, das Erinnern, dass sie Gott anbetet haben. Es hat bewirkt, dass sie Gott verehrt haben. Und ihn gemeinsam anzubeten, das ist dann wieder das nächste Erleben mit Gott, gemeinsames Erleben mit Gott. Und so schließt sich gewissermaßen ein Kreis. Und ich fasse jetzt zusammen zum Schluss. Erstens, das gemeinsame Erleben von Gott, das ist die Grundlage von unserer Gemeinschaft. Bei uns genauso wie damals bei Israel. Und diese Gemeinschaft ist ein echtes Wir, nicht nur eine Ansammlung von Ichs. Gottes Erleben geschieht in allererster Linie nicht individualistisch, sondern gemeinsam, als Gemeinschaft. So bei Israel damals und genauso auch bei uns heute in der Gemeinde. Gott erlöst zur Gemeinschaft. Gott formt Gemeinschaft. Und das Zweite, an unserer Erlösung und an Gottes Handeln in unserem Miteinander sollen wir uns erinnern. Und wir sollen es feiern. Wir sollen Fest feiern. Und wir sollen Gott gemeinsam anbeten. Gott schafft unser Miteinander. Gott formt unser Miteinander. Miteinander und mit ihm. Ich würde euch jetzt einfach gerne eine halbe Minute Stille geben, zum Nachdenken. Und überlegen, was du damit anfängst. Was du damit machst.
Ich schließe die Zeit dann mit einem Gebet ab. Du grosser Gott, ich möchte dir fest danken für alles, was wir schon erlebt haben mit dir. Und ich möchte dir fest danken, dass wir nicht einfach alleine sind damit. Sondern dass wir manchmal auch mit anderen Menschen zusammen erleben können. Danke vielmal für das, was du dadurch auch unser Miteinander viel tiefer gemacht hast. Danke vielmal für die tiefen Verbindungen, die entstanden sind miteinander. Und ich möchte dich bitten, dass es noch viel, viel mehr wird, dass wir noch viel mehr und viel näher zusammengelismet werden. Jesus, bitte, mach du etwas ganz Tolles weiter in unserem Miteinander. Form du das so, dass man merkt, du bist bei uns. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Dich verehren wir. Amen.